Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hoffentlich funktioniert's jetzt wieder. Ach, Heinz, was hast du getan? Jetzt weiß das ganze Dorf Bescheid. Ja, Elfriede, nur weil du es nicht lassen konntest. Du musstest ja wissen, was die Nachbarn da drüben machen. Entschuldigung, kommen wir gerade umgelegen? Nein, meine Frau ist mit der Leiter vorhin vom Apfelbaum runtergefallen und jetzt geht's ihr nicht so gut. Ach, hören Sie bloß nicht auf den alten Mann, übertreibt immer. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, ich habe ein Aspirin genommen und jetzt ein bisschen gekühlt. Ist alles wieder gut. Gekühltes Gemüse auf dem Kopf? Ja, das, ja gut, es ist gesund, da kann man sich nicht beschweren. Okay, Jürgen, dann einmal Vitalparameter bitte. Unterwegs. Hat Ihre Frau einen Medikamentenplan? Ja, ich habe es bereitgelegt. Bitteschön. Das ist nur das Medikamentenplan? Ja, das ist nur der Medikamentenplan. Weil ich Angst habe, nach den Arztbriefen zu fragen, dann kommen Sie mit der verlorenen Bibliothek von Alexandrin vorbei. Das hätte ich aber auch gedacht, Alter. Ich weiß nicht, was das für eine Bibliothek ist, aber Junge, wenn das der Medikamentenplan ist. Oh, Alter. Robert, die putzt dich langsam bei 52 Stunden. Da bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, Medikamente zu nehmen, dann ist der Tag um, gehst wieder ins Bett und nächsten Tag fängt es von vorne an. Na gut, Nacht. Die Minute und ein Druck von 180 zu 80. Okay. Ich will bei Ihnen einmal kurz in die Augen leuchten. Dafür ziehen wir einmal die Sonnenbrille aus, gell? So hell scheint die Sonne jetzt auch nicht hier drin. Das ist ein Brillenhämatom. Sag mal, was? Wie lange ist es her, dass du Motorkolben die Erdumlaufbahn verschossen hast? Vor 7 Tagen, 15 Stunden, 47 Minuten und 23 Sekunden. Nicht, dass ich gezählt habe. Wieso? Setz den Countdown auf 0. Heute ist wieder soweit. Schönen guten Tag, da retten Sie. Was genau war das jetzt? Was macht das? Mann, ich will das wissen. Aladin, es geht zu Ende. Bald bist du der alleinige Erbe des gesamten Königreichs. Ach, Jasmin, trotz des mächtigen Genies kann ich niemanden wieder lebendig wünschen. Aber Meister, ich hab doch gesagt, dass das geht. Nur Genie? Ja, das ist nur ein Gerücht, was die Straßenjungen verbreiten, die neben Prinzessinnenpalästen wohnen. Was? Ich wünsche mir, dass Jasmin die letzten 10 Sekunden vergisst. So sei es. Nett. Ach, Aladin, es geht zu Ende. Bald bist du der alleinige Erbe. Ja, ich weiß. Wenigstens kann ich sicher sein, dass man Liebe nicht erwünschen kann. Oh, doch, das geht. Das war nicht mein erster Wunsch von Genie! Was? Ich wünsche mir noch mal 10 Sekunden weg. Na schön. Mann, das ist aber schon fortgeschritten. Ach, Aladin, es geht so. Ja, schöne Rede, ich muss dann wirklich jetzt. Ach, ich wünschte, du könntest noch ein bisschen bleiben. Oh, wieso darf sie Wünsche erfüllen lassen vom Genie? Was denn? Ihr habt doch schon alle Wünsche aufgebraucht, als ihr das Gedächtnis von der Prinzessin ausgelöscht habt. Gar nichts. Bitte lest das hier kurz vor. Ich wünschte, ich würde die letzten 10 Sekunden vergessen. Der war gut. Ich weiß gar nicht mehr, warum Aladin seinen Genie eigentlich weiterbehalten durfte. Hat er nicht eigentlich auch nur 3 Wünsche? Oder war das anders? Also bei der Trickfilmserie. Schönen Tag, da retten Sie es. Ach, es funktioniert immer noch nicht. Kleiner, willst du ins Auto einsteigen? Wenn der Kidnapper nur ekelhafte Süßigkeiten hat, Junge. Naja, also alles zuckerfrei. Ja, rede ich so, steig da nicht ein. Ich habe auch Süßigkeiten. Was denn für Süßigkeiten? Nur das Beste vom Besten, verstehst du? Na jetzt. Kräuterbonbons. Hast du nicht vielleicht irgendwas Schokoladiges? Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ach, schokoladig und fruchtig. Na jetzt. Softcake Orange. Das ist ja ekelhaft. Hast du nicht vielleicht was anderes? Zum Beispiel Vollmilchschokolade? Oh, dafür würde ich auch nicht ins Auto einsteigen. Ich dachte, kommt jetzt mit irgendwas Zartbitter oder Lakritze. Lakritze ist ja keine Schokolade. Gut, Zartbitter geht für manche auch. Ich mag es überhaupt nicht. Sieht gerade leider schlecht aus. Aber warte mal, ich habe noch was viel Besseres. Rittersport. Marzipanschokolade. Timmy, kommst du mal bitte. Was? Also Rittersport habe ich früher mal gern gegessen, aber schmeckt heute überhaupt nicht mehr. Genauso wie Milka. Bis zum nächsten Mal. Hey Großer, möchtest du vielleicht Süßigkeiten? Zur Marzipanschokolade würde ich nicht nein sagen. Endlich mal jemand mit gutem Geschmack. Das heißt bloß immer, man soll als Kind nicht bei Fremden ins Auto steigen. Von Erwachsenen ist nicht die Rede. Wenn man sich mit dem falschen Kumpel anlegt. Was geht? Was geht, Bro? Junge, was hast du da bitte für ein Shirt an, Digga? Das Shirt? Junge, ich leb den Scheiß. Junge, du hast doch nie irgendeine Mutter geklärt und du wirst auch niemals eine Mutter klären. Digga, was redest du? Was wird? Junge, niemals! Da denkst du, wer du bist, Digga. Du klärst dich mal Frauen in deinem Alter. Junge, du bist ein nett. No cap. Wenn du es schaffst, 100 Euro. Wenn du es schaffst, 100 Euro. Ah, jetzt fang ja nicht an zu träumen, ja? Ich geh jetzt aufs Klo. Mein Schwänzer. Bro, ich muss einfach nur noch lachen. Mom! Ah, es ist nicht so, wie es aussieht, Marvin. Wie hat er das jetzt so schnell geschafft? Wie hat er das so? Na gut, jetzt ist er 100 Euro los, aber was interessiert ihn überhaupt, was seine Mom macht? Ich finde das immer so lustig. Ja, Leute, kennt ihr noch diesen Typen hier? Hey Leute, was geht da? Ich bin Ali und auch. Ach ja, Leute, ja. Die guten alten Ali-Zeiten. Königlich.
Damals ging es doch nicht. Boah, damals so gern geschaut, immer Ibladi, ey. Um wie viel ist jedes Mal auf ein neues Alitäts gewartet, jede Woche. Outfit wert. Bist du denn schon Millionär? Bist du Alpha? 2013 ging es einfach noch um die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Wenn du eine Frau wärst, was würdest du machen? Oder wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre, wäre ich die größte Schlampe auf der Welt. Andererseits wäre das irgendwie schwul, oder? Was würdet ihr sagen? Wäre das schwul oder nicht? Hä, wie, was, das, wo? Aber wenigstens waren die Jokes nicht damals. Weil, eigentlich, na gut, du bist eine Frau eigentlich nicht, oder? Aber du hast noch deine männlichen Gedanken. Wow. So stereotypisch wie heute. Also körperlich nicht, aber gedanklich wahrscheinlich schon. Blali, wie schreibt man Chinesisch auf der Tastatur? Okay. Fertig. Ja, so ist Xing Shang Shong? Aber die YouTuber waren damals doch wenigstens dankbar für ihre Zuschauer, Mann. Glückwunsch für 300.000. Warte mal, was? 300.000? Ich hätte aber gerne 1 Million. Ich geb's auf. Ja, Leute, ich bastel momentan ein ganzes Video zu Blali. Das kommt die Tage online, das wird wirklich extrem nostalgisch. Ja, das waren echt coole Zeiten. Windows XP, oh ja, das waren Zeiten. Oh, diese Maus, Alter. Die war zwar, damals war die besser als die ersten Lasermäuse. Nennt man die Laser, wie das jetzt ist? Nee, verhaut nicht. Auf jeden Fall waren die besser, weil die haben besser funktioniert als die Laser. Weil damals hatte ich so eine Lasermaus auch, aber jedes Mal, wenn irgendein Staubkorn oder ein Haar auf dem Tisch war, hat das nicht mehr funktioniert. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das nie verstanden. Ein Kumpel macht das auch immer. Der schiebt einen Ordner irgendwo anders hin, drückt auf Aktualisieren. Warum? Remote! Windows Media Player. Und das? Okay, so ein Spiel kannte ich mal auf der PlayStation 2, glaube ich. Das war geil. Bist du auch Motorrad oder Quad gefahren, konntest dich runterkicken oder runterschlagen mit Ketten. Din, 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 din. Oh, das sind aber, waren aber geile Zeiten mit XP. Ich hätte am liebsten heute noch XP, aber es bringt ja nichts mehr. Ich weiß, man kann es noch drauf machen und so, aber erstens, man kann dann heutige Spiele gar nicht mehr spielen. Wer weiß, ob überhaupt die Programme alle funktionieren würden, die ich nutze. Wer weiß, ob es überhaupt Grafikkartentreiber für meine Grafikkarte auf XP geben würde. Aber sonst hätte ich mir gewünscht, dass XP heute noch leben würde. Dass Microsoft einfach nur immer geupdatet hätte, wie sie es bei Windows 10 machen wollten und dann doch Windows 11 kam. Gleis 9 3 Viertel, ich komme! Und so habe ich rausgefunden, dass man auch mit dem Boot kommen kann. Gute Nachrichten, ich habe endlich diese dreckige Streunerkatze kastrieren lassen, die hier immer rumläuft. Die ist noch ein bisschen. Oh nein! Professor McGonagall! Oh, ja, das gibt eine 6. Lumos. Alexa, Licht. Hä? Das ist natürlich besser. Hä? Das ist ja wohl ein richtiger Zauberspruch. Boah, Leute, kennt ihr das, dass wenn man ein Wort ganz oft sagt, dass sich das dann gar nicht... Wobei, Lumos braucht keine Batterie, nichts. Junge, du kannst einfach hingehen und deinen Stick unten leuchten lassen. Beantwortet wie ein Wort, hä? Voldemort. Hä? Soll man nicht sagen. Hä? Leute, viel Safttrank. Das ist alles Natur. Wie bitte? Alle Bilder sind hier lebendig? Etwa auch die im Schlaf? Oma, beweg dich jetzt. Ja gut, okay. Ich hätte mein Schlafzimmer keine Bilder aufgehangen. Ich weiß genau, dass du mich letzte Nacht bei meiner Privatübung gesehen hast. Das ist nicht der Gesichtsausdruck, den wir aufgenommen haben. Es wird ernstes Thema hier. So, dann fahren wir mal auf zur Fahrprüfung. Ach du heilige, sag mal, du Schnäppe, hier ist links vor rechts. Ich glaub, dir brennt der Helm, ich bin wegen dir fast vom Rad gefallen. London, Alter. Fallen. Nochmal so eine freche Klappe und dein Helm brennt wirklich. Lass dir lieber mal die Nase verkleinern, kein Wunder, dass du nichts siehst. Rudi, ich sag's dir, die Alte vom Fahrrad, soll dich die nochmal sehen? So, dann fangen wir mal... Das glaube ich jetzt nicht. Oh sag nein. Bitte nicht, das ist die Alte vom Fahrrad. Das ist... Nett, Alter, der Fahrlehrer sagt das auch noch zum Prüfer. Das ist die Alte vom Fahrrad. Ich bin die Alte vom Mal, bist du mit dem Auto zur Fahrprüfung gefahren? Warum sie mit dem Rad und nicht mit dem Auto kommen, durfte ich eben schon feststellen. Durchgefallen. Nett. Ja, warte. Ja gut, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ne? Das ist, also dagegen kann man jetzt nichts sagen. Okay, bist du bereit? Mhm. Ja.
Wenigstens schlafe ich am Wochenende nicht immer bis 15 Uhr. Du hättest doch richtig so. Wenigstens habe ich in Deutsch keine 5. Oha. Wenigstens habe ich nicht einen Crush auf jemanden, der mich aber ignoriert. Okay. Wenigstens hatte ich überhaupt schon mal einen Freund. Wenigstens sehe ich auch ohne Extensions gut aus. Wenigstens sehe ich mit aufgespritzten Lippen nicht wie eine Ho aus. Wer macht das überhaupt? Wenigstens habe ich mehr als nur eine Freundin, der ich meine aufgespritzten Lippen zeigen könnte. Und wenigstens habe ich meine beiden Eltern noch. Es artet in Streit aus. Oh, das war heftig. Und wenigstens hat mein fester Freund mich nicht mit meiner besten Freundin betrogen. Warte mal, du bist meine beste Freundin. Ich weiß. Oh, oh. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Okay, jetzt ist es aber komplett eskaliert. Ja. Okay, da waren echt coole Shorts dabei. Ich hoffe, die haben euch so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.